Leute, entweder ich bin blöd und ich verstehe diesen Season Pass nicht, das möchte ich an dieser Stelle gar nicht ausschließen, oder das ist irgendwie ein neuer EA-Fail, der in den nächsten Tagen noch korrigiert wird. Was ich damit meine, besprechen wir im heutigen Video. Außerdem besprechen wir alle Leaks, die bisher rausgekommen sind für die Trailblazers-Promo Team 2. Ja, da bestehen schon die nächsten SBCs fest und wir schauen einfach mal, was da auf uns zukommt. Da gibt es nämlich eine SBC, die den ein oder anderen von euch mit Sicherheit sehr, sehr erfreuen wird. Aber wie immer erstmal einen Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, wenn euch dieses Video weiterhilft. Gerade um 8 Uhr haben wir die neue Season bekommen. Die Season 2 mit dem Thema Centurions. Das wird dann wahrscheinlich auch die Promo sein, die uns nach Trailblazers begegnen wird. Die ist ja, soweit ich weiß, sogar schon geleakt. Und ich habe mich echt auf den neuen Season Pass gefreut, weil ich dachte, hey, der erste Season Pass war schon gar nicht schlecht mit Adama Traoré. Ist eine sehr, sehr starke Karte gewesen, die ich auch immer noch im Team spiele. Hab also heute Morgen direkt FIFA geöffnet und ich konnte meinen Augen nicht trauen. Wir gehen das Ganze mal durch. Ich möchte euch gar nicht hier mit den Müllpacks zulabern, ja, die seht ihr selbst, sondern wir gehen erstmal auf die Spieler. Wir bekommen als ersten Spieler einen Martinez, der ja an sich nicht schlecht ist. Was hier halt direkt wieder auffällt, wir bekommen ihn nur für einen begrenzten Zeitraum. Ich verstehe so ein bisschen, was dahinter steckt. Ja, man kann dadurch vielleicht auch bessere Spieler seitens EA zur Verfügung stellen, weil man sie halt nicht dauerhaft im Verein hat. Also man hat vielleicht die Möglichkeit, über einen gewissen Zeitraum gute Spieler in sein Team einzubauen. Und versteht mich nicht falsch, ich finde das Konzept nicht schlecht, weil man ja viele Spieler sowieso nur über einen Zeitraum von wenigen Wochen bis vielleicht ein, zwei Monate spielt, dann sind die outdated und dann spielt man die eh nicht mehr. Der einzige Nachteil ist halt wirklich dadurch, dass man diese Spieler, die man hier zum Beispiel aus dem Season Pass bekommt, ja mit einem 88er Rating, dass man die später nicht in eine SBC packen kann. Man bekommt also kein SBC-Futter. Das ist so ein kleiner Nachteil und nicht jeder möchte halt alle Season Pass-Spieler spielen. Deswegen bin ich der Meinung, dass da so wenig zeitbegrenzte Spieler drin sein sollten wie möglich, einfach damit man ein bisschen Rating im Verein. Ja, aber das ist erstmal so weit so gut, ist in Ordnung, kann man so machen, wie man möchte, ja. Wir merken uns den Martinez, den bekommen wir bei Level 3, das wird später noch wichtig. Dann bekommen wir weitere Spieler, die auch eher uninteressant sind. Wir bekommen hier Centurions Jack und Malen, auch sehr wichtig für den weiteren Verlauf des Videos. Merkt euch das bitte. Dann bekommen wir hier wieder eine Dame, die wir uns erspielen können. Wir bekommen Billo Packs, bisher nichts Gutes dabei. So ein Tolisso sieht vielleicht nicht schlecht aus. Ich könnte mir vorstellen, dass der irgendwann mal in eine gute Evolution reinpassen könnte. Ja, der hat Hullet Stats. Sieht nicht schlecht aus, meiner Meinung nach. Ja, kann man mitnehmen, auch wenn er wahrscheinlich schon outdated ist, beziehungsweise nicht so lange spielbar sein wird. So, wir gehen weiter. Bis hierhin ist auch noch alles gut im Season Pass, nichts Besonderes dabei. Und dann Level 25, verstehe ich nicht. Warum bekommen wir einen zweiten Martinez? Okay, man könnte jetzt sagen, ja, für diejenigen, die den ersten Martinez haben bei Level 3, der ist zeitlich begrenzt und die dann noch mehr Bock haben auf Martinez, also den weiterzuspielen, für die ist dann der Martinez bei Level 25. Aber was ist denn mit den Leuten, die keinen Bock auf Martinez haben? Du bekommst zweimal eine die gleiche Karte, die zeitlich begrenzt in deinem Verein ist und wenn du keinen Bock hast, diese Karte zu spielen, dann sind diese Level für dich einfach komplett irrelevant, weil du diese Karten halt auch nicht in eine SBC stecken kannst. Meiner Meinung nach absoluter Quatsch, wenn das so gewollt ist. Ich glaube eigentlich fast, dass es ein EA-Fail ist. Dazu werde ich euch gleich auch nochmal was sagen, warum das meine Theorie ist. Dafür habe ich keine Beweise, aber ich habe es heute Morgen gesehen, auch wenn es früh war. Ja, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Dann bekommen wir die erste Icon, natürlich auch eine Leihspielerkarte. Die Packs werden langsam besser. Wir bekommen Thuram, ja, können wir uns hier snacken, auch begrenzt. Das ist zum Beispiel eine Karte, da verstehe ich, dass die zeitlich begrenzt ist, ja. Die ist auf dem Markt sehr teuer, beziehungsweise jetzt nicht unbedingt günstig. Und dann, ja, komm, nimmst du den halt für ein paar Spiele mit und schaust mal, wie du mit dem klarkommst. Finde ich völlig in Ordnung. Dann 4x84 Plus Pack, 2x86 Plus Pack, 2x87 Plus Pack. Die Packs werden also interessanter. Und dann Level 35. Du bist quasi das beim vorletzten Level vom Season Pass und du bekommst einfach Malen und Jack, die du schon ganz am Anfang bekommen hast, nochmal zeitlich begrenzt. Und ich schwöre es euch, als ich diesen Season Pass aufgemacht habe, ich bin mir zu 100% sicher, müsste bei Level 34
eine Icon gewesen sein, und zwar Vieira. Zeitlich begrenzt natürlich, aber ich habe das mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich habe es doch nicht geträumt. So, ich habe jetzt keinen Screenshot oder so gemacht, aber ich bin mir zu 99% sicher, dass da eine Icon war. Vielleicht hat das jemand von euch auch gesehen. Und das ist eine absolute Quatschbelohnung. Bei Level 34 bekommen wir nochmal die gleichen Spieler, die wir am Anfang hinterhergeworfen haben. So, verstehe ich nicht. 75 plus Pack, ja, 100 mal 75 plus Spieler, finde ich okay, geht besser, aber nimmt man mit. Aber all in all ist dieser Season Pass extreme Rotze. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe euch ja gesagt, spart euch diese Management-Meisterklassen-SP auf. Ja, ihr kriegt ja 2000 SP, die ihr schon aus der letzten Saison in die jetzige Saison mitnehmen konntet. Macht es nicht. Der aktuelle Season Pass läuft 28 Tage, die Aufgaben laufen 62 Tage. Ich bin ehrlich zu euch, spart euch diese 2000 SP für Season Pass 3 oder vielleicht sogar Season Pass 4 auf, je nachdem wie lang der dritte geht. Wahrscheinlich Season Pass 4 wird nicht mehr möglich sein, aber lasst die noch stehen. Macht die im Season Pass 3 und dann hoffen wir einfach mal, dass dieser Season Pass besser wird. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung zu dem Season Pass in die Kommentare schreiben. Jetzt kommen wir zu den Leaks. Und zwar sind das hier die offiziellen Stats von Keen. Der ist ja schon ein paar Tage geleakt worden und das Ganze soll jetzt auch sowas werden wie so eine Flashback-Aktion. Ja, wir werden wohl jetzt immer mal wieder Flashback-Heroes und Flashback-Icons sehen. Das sind dann einfach abgeschwächte Versionen der Icons bzw. der Heroes, die wir im Team haben, im Spiel haben. Der Vorteil ist dabei ganz klar, die sind halt ein bisschen günstiger. Flashback-Karten immer billiger als die normalen Karten. Finde ich ganz gut, wenn der Preis stimmt, warum nicht, kann man durchaus machen. Was ich aber noch viel cooler finde, ist die neue SBC, die geleakt worden ist. Ja, die wird wahrscheinlich Freitag kommen. Wir hatten ja, also morgen, wir hatten ja letzten Freitag die Rafinha SBC. Heißt, diesen Freitag könnte die Musiala SBC kommen. Die wird wahrscheinlich preislich ähnlich da sein. Ist natürlich geil, dass es da mal guten Bundesliga-Content gibt. Ja, und ich denke mal, der ein oder andere von euch wird die SBC mitnehmen. Ich denke auch, dass es wieder gute Zeiten für SBC-Futter geben wird in der nächsten Woche. Dazu wird aber nochmal ein eigenständiges Video kommen. Ich hoffe übrigens, dass ihr auf mich gehört habt im letzten Video und euer SBC-Futter verkauft habt, weil das ist natürlich gestern Abend wieder runtergeknallt und auch heute Morgen wird es wahrscheinlich nochmal ein bisschen sinken. Wenn ihr gute Deals übrigens beim SBC-Futter heute auf dem Markt seht schon, ja, wir gucken uns das gleich einfach nochmal spontan random im Video an, dann geht da rein. Ich habe es jetzt einfach mal geöffnet. Hier zum Beispiel 86er, die waren bei 8000 Münzen, 7900 Münzen im Peak in den letzten Tagen. Die sind schon runtergeknallt auf 5,9. Die kriegt ihr bestimmt gerade so für 6000 Münzen zu den Division Rivals Belohnungen. Wenn ihr das Video seht, die Division Rivals Belohnungen, wir haben gerade 8.46 Uhr, kommen in 15 Minuten. Also da gerne mal nach SBC-Futter Ausschau halten. Und auch die 86er, wenn wir uns die angucken, zum Beispiel Rolfe, die ist, wenn wir reingehen, die war bei 14.000 Münzen, die ist auch schon wieder runtergeknallt auf 10.000 Münzen. Wenn ihr die unter 10 bekommt, so Richtung 9, auf jeden Fall auch in das SBC-Futter reingehen. Und auch bei den 87ern, ja, die sind auch wieder runtergeknallt. Wenn ihr die so Richtung 12.000, 11.000 Münzen bekommt, investiert da rein. 88er, 89er und 90er habe ich euch ja schon im letzten Video empfohlen, genauso wie die 83er. So viel nochmal zu SBC-Futter, dass ihr da Bescheid wisst. Morgen wird vielleicht auch nochmal ein guter Zeitpunkt sein zu Trade Blazers Promo Team 2 zu investieren. Ansonsten werden wir morgen auch noch eine neue Evolution bekommen, und zwar eine, die von Bellingham inspiriert ist, beziehungsweise die sich an Bellingham orientiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich glaube, das könnte eine richtig, richtig gute Evolution werden, weil EA die schon gefühlt seit Wochen ankündigt. Die Upgrades sehen sehr, sehr gut aus. Ich bin gespannt, welche Spieler da reinpassen. Ich werde euch morgen, wenn die Evolution kommt und auch wirklich gut ist, auch nochmal ein Video dazu machen, was die besten Spieler sind, die da reinpassen. Ja, also wartet nochmal mit der Evolution, guckt euch das morgige Video an. Und das war's auch schon für heute. Ihr habt das mit dem Season Pass jetzt mitbekommen. Ja, ich bin gespannt, ob sich da noch was ändert. Ihr habt die Leaks mitbekommen, die heute und morgen kommen werden. SBC-Futter haben wir kurz bequatscht. Heute kurzes und knackiges Video, glaube ich. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, euer Seth.